Das ist eine merkwürdige Geschichte eines Künstlers, Orpheus, diesmal nicht ernst gefasst, sondern heiter, das ist ein eitler, sehr, sehr frauenfreundlicher Herr, der in einer schrecklichen Ehe lebt, nicht unschuldig daran. Und die Ehe ist absolut am Ende, aber er ist feige. Er traut sich, die Ehe nicht zu lösen, obwohl er und seine Frau Eurydike es wollen, weil sie Angst vor der öffentlichen Meinung haben, die natürlich in diesem Stück auch kräftig ein Wörtchen mitredet und eingreift. Dieser Orpheus hat einen großen Krach mit seiner Frau. Er ist verliebt in Nymphen, die ihn bei seinen Heimgängen vom Konservatorium begleiten. Und er hat von einem Nachbarn, das ist ein Schäfer, der nennt sich Aristeus, alias Pluto, das weiß er bloß nicht, dass das der Gott der Unterwelt ist, hat er eine Idee eingeflüstert bekommen, dass man, wenn man Nebenbuhler beseitigen, weil eifersüchtig ist er trotzdem auf seine Frau, dass man dann Giftschlangen im Kornfeld auslegen kann. Das macht er auch und merkt gar nicht, dass er von Pluto missbraucht wird, der nämlich scharf auf Eurydike ist, Eurydike auch scharf auf ihn. Also es geht schon mächtig überkreuzt dort und es kommt, wie es kommen muss. Eurydike tritt im Kornfeld auf die Schlange und stirbt und wird von Pluto mit in die Unterwelt genommen. Orpheus ist darüber sehr, sehr glücklich, dass er endlich frei ist, aber nur wenige Minuten, dann packt ihn die öffentliche Meinung und macht ihm klar, dass er getreu dem Mythos nun also zu seiner Frau zu stehen hat und bei Jupiter die Rückkehr und Rückgabe der Frau fordern muss. Er tut es widerwillig, aber die öffentliche Meinung ist stärker. Die Götter in ihrem Olymp leben also ein ziemlich langweiliges Dasein. Das ist der nächste Akt. Und nachdem sie erwacht sind und es dort einige Plänkeleien um Steuersachen und so tägliche Lebensquerelen, die wir ja auch haben, gibt, kommt also, wie gesagt, dieser Orpheus mit der öffentlichen Meinung dorthin. Er führt seine Klage vor, Pluto wird ebenfalls verhört, vorgeladen und die Götter und der Göttervater Jupiter beschließen, in die Unterwelt zu gehen, um dort mal nach dem Rechten zu sehen, weil Pluto natürlich abstreitet, dass er Eurydike entführt hat. Und so zieht die Göttersippe glücklich, dass endlich etwas Abwechslung stattfindet, in die Unterwelt.
Thank you.
öffentliche Meinung. Als Gottheit leider nur Symbol. Drum finden Fernsehen, Radio, Zeitung ein Tun mal prüde und mal toll. Antiker Chor hieß meine Stimme, als ich noch in Tragödien sang. Heut jag ich in der Welt das Schlimme, das zuchtlos tief ins Leben drang. Erst krümmte sich der Witz zur Zote. Zu denken mit dem Unterleib. Dann kam der Ehebruch in Mode. Man kopuliert mit Nachbars Weib. Von meinen Spähern hört ich sagen, dass ihr im Saal Moral beweist. Ihr wollt die Liebe nicht verjagen mit Friesex. Oder wie das heißt. Doch will ich euch nicht länger stören beim Spaß, den ihr mit Recht hier sucht. Ich kümmere mich um die Figuren des Dramas. Allesamt verrucht. Gleich seht ihr Orpheus flott agieren, der seine Gattin nicht mehr liebt. Den Tugendpfad soll er marschieren, ehe Skandal in Theben gibt. Frau Eurydike giert nach Küssen. Darum verschwind ich ohne Rest. Doch späh ich dort aus den Kulissen und greife ein, wenn man mich lässt. Schlaf. Wie könnte ich je zum Engel
bestreut finden, wenn er zurückkommt. Der wunderbaren Cantilena aus meiner Cupido-Kantate, die sie so liebt. Meine Frau, so blöd. Ach, Madame, hier treffe ich euch also. Wobei? Na, wem streut ihr wohl Blumen? Bitteschön. Diese hier? Dem Wind. Und ihr, Monsieur, wem streut ihr eure leidenschaftlichen Melodien? Dem Mond. Da seht ihr selbst, mein Herzblatt. Wie ich meinen Schäfer habe, habt ihr eure Schäferin. Kurz und gut, ich lasse euch eure Schäferin. Lasst ihr mir meinen Schäfer. Eure Dicke. Oh. Mein sittsamer Gemahl. Es ist höchste Zeit für euch zu erfahren, dass ich euch verabscheue. Ah, ich glaubte, einen Künstler zu heiraten und musste erkennen, dass ich mich dem lästigsten und langweiligsten dudelnden Nervtöter verbunden habe. Ach, versucht's mit euren Schnulzen bei drittklassigen Schäferinnen, in die ihr vernarrt seid. Was mich angeht, die natürliche Tochter einer
wirklich Nymphe und eines Halbgottes. Ich brauche diesen Rhythmus von Lust und Freiheit. Ich liebe jetzt diesen Schäfer und er liebt mich. Nichts und niemand wird mich von Aristeus trennen. Das geht zu weit. Ja, tut mir leid. Du betrügst mich, mein Ehemann. Ja, tut mir leid. Es tut mir leid. Verachtest mich als Komponistin. Ja, tut mir leid.
liebe Göttin, befreie mich von diesem Mann und ich werde dir 10 Schafe weißer als Milch opfern. Jupiter, mein strenger Meister, befreie mich von diesem Weib und ich werde dein Lob mit einer viertürigen Messe singen. Madame? Monsieur. Ich mache mir gar keine Illusionen darüber, was mich erwartet. Ist eine Frau erst auf dieser Stufe der Exogamie angekommen? Hm? Ja, dann ist es vollkommen sinnlos zu versuchen, sie auf den rechten Weg zurückzubringen. Das ist der rechte Weg. Oh. Trennen wir uns also. Ich tät's von Herzen gern, wenn das nicht mein Ansehen ruinieren würde. Als Künstler und Musikpädagoge bin ich ein Sklave der öffentlichen Meinung. Aber jedem eurer Verehrer werde ich den Hals abschneiden. Mit einer singenden Säge? Madame, ich halte es für vollkommen unklug, euch zu erklären, welche Art von Waffen ich gewählt habe, um den Marodeur zur Strecke zu bringen. Den Marodeur? Ganz recht. Er gehört zu jener Sorte von Abenteuerschläger. Holla. Schäfer, die von ich weiß nicht woher kommen, um sich in meiner, vielmehr in deiner Nachbarschaft niederzulassen. Aristos. Genau. Ich rate ihm nicht, weiter so mutwillig in Nachbarsfeldern herumzuspringen. Und wer will ihn daran hindern? Eine kleine, aber ganz spezielle Überraschung. Eine kleine, aber ganz spezielle Überraschung, die ihr bei den blonden Ehren erwartet. Was wollt ihr damit sagen? Nichts Besonderes. Ich jedenfalls werde meinem ehrlichen Tagewerk bei den Schülern im Orfeo verbringen. Adieu, Bibisch. Adieu, adieu. Kleine Überraschung. Gesellt. Was meint er noch mit seiner Überraschung und dem blonden Ehren? Der Verlockte ist zu allem fähig. Ha, der verdammte Widerling. Schlangen. Schlangen! Aus Arkadien. Ich melk ein Schaf für sie und sing naive Arien. Welch süße Melodie singt mir mein Bienenchor. Milch und Honig schrieb und Lust auf deinen Mord. Voilà das Leben, voilà das Leben.
ihm eingeflüstert habe, auch ausgeführt hat? Ah, na bitte! Also werden wir heute ein Mordscoup landen. Brutal ist auch meine kleine Eurydike. Rasch fort, denn es sollte nicht aussehen, als wäre er schon hier, nicht wahr? Aristolz, mein schöner Schäfer! Ich meine, mein Schäfchen! Gewacht! Worauf? Auf dich! Warum? Sprich leise! Ich komme zu dir! Nicht bewegen! Leise reden und nicht bewegen? Aristolz. Ich soll da auf diese Entfernung eine Unterhaltung zustande kommen! Nein, Aristolz! Bist du aber heute schüchtern? Ach, noch einen Schritt und du bist tot! Tot? Mhm. Mein Mann weiß alles. Er hat Schlangen in die Felder geworfen. Albernes Geschwätz. Aber ich habe die Schlangen selbst gesehen. Schau, wie ich mich über seine Blindschleiche lustig mache. Oh, Liebster, dann will ich mit dir sterben. Ist denn das die Möglichkeit? Es ist soweit. Ich bin gebissen worden. Gründlich. Oh. Jetzt, Pluto, bist du gleich wieder du selbst. 1, 2, 3. Pluto, König der Unterwelt. Oh. Oh. Und jetzt bringen wir mal die Elemente ein bisschen in Unordnung. Aber es tut gar nicht weh. Das ist seltsam. Es ist logisch. Oh. Zu sterben. Geschafft. Noch ein Tränchen und dann fort. Aber halt. Missbrauchen wir erst unsere Göttlichkeit, um den Ehemann einen letzten Liebesgruß zu verpassen. Pfui. Da ist alles, was du zum Schreiben brauchst. Ich verlasse das Haus. Bin tot. Es ist aus. Aristolz ist Pluto und alles ist gut.
originell. Ihr Reiz umso mehr. Bin ich nicht ein brillanter Gaukler? Aber jetzt fort. Zu den dunklen Ufern. Versenkung! Welcher Teufel bringt denn da wieder alles durcheinander? Ich habe das Orpheum bei Tag verlassen und komme in tiefer Nacht zu Hause an. Ach, natürlich. Eine Sonnenfinsternis. Die Schrift meiner Frau? Die Schrift meiner Frau? Ich verlasse das Haus, bin tot. Alles ist aus. Aristeus ist Pluto und alles ist gut so. Sie wäre wirklich unmöglich. Bibisch. Bibisch. Niemand. Dann ist sie wohl wirklich tot. Jupiter, Jupiter, sei Dank. Oh!
Zebraham, du kannst schon mal mein Zebraham. Zieh, 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 zieh. Doch noch was dahinter. Geheuer, platschen
fürchte, um mich in Verruf zu bringen. Dein Ruf ist sowieso ruiniert. Aber jetzt bitte keine Zähne mehr lang! Alles zu seiner Zeit. Jetzt sind die inneren Angelegenheiten des Olymp dringender denn je. Von allen Seiten habe es Beschwerden. Was? 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 Hier. Vulkan erhebt Klage, du hättest... Du infame Lüge. Wiederhole das. Lüge. Schon weniger überzeugend. Also... schuldig. Nicht schuldig. Ach, im Prinzip ist mir das doch völlig wurscht. Aber prinzipiell verlange ich Haltung. Benehmen. Ihr bringt ja mit euren unüberlegten Affären den Olymp noch um sein letztes bisschen Reputation. Heuchler. Pavillon! Da. Mach der sich doch da an die Hebe ran. Wenn du so weitermachst, wird Papa noch sehr, sehr böse. Ach, Nervensäge! Hast du mir nicht Flügel zum Herumflattern gegeben? Für diensteifriges Tempo ja, aber du hast immer Verspätung. Wann bist du denn diesmal zurückgekommen? Rechtzeitig. Um 6. Um 6? Hm? Morgens! Oh. Ich stutze dir die Flügel und setze dich auf Brot und Wasser. Ey, du bist gemein! Fortuna! Fortunalein! Ich bin doch da! Ach, geh bitte! Hier, Meister! Unmöglich, es im Gleichgewicht zu halten. Überall Löcher. Und... keine Sponsoren mehr für den Schmuck deiner Göttin. Nach dem letzten Debakel verlange ich von dir endlich eine effektive olympische Steuerreform. Und ihr wagt es, sie zu blockieren. Ich kann doch wirklich nicht alles selber machen. Was ist los? Habt ihr nichts zu tun? Nektar und Ambrosia gibt es später. Höre ich da etwa die Opposition? Schluss mit der Debatte, jetzt wird pariert! Und dass mir keiner beim Frühstück fehlt. Ihr lüftet mich an! Dieser Olymp macht mich nervös! Ja, ein Manifest müsste ich her! Ich habe eine Idee! Wenn Papa weg ist, Papa ist aber da! Und deshalb sind Ideen hier nicht gefragt. Noch weiß ich mir ja Respekt zu verschaffen. Nur meine Alte. Immer ist sie mir auf den Fersen mit ihrer dämlichen Eifersucht. Klette. Ah! Da bist du ja, mein Schmuckkästchen. Was kann ich heute für dich tun? Ich kann deinen unappetitlichen Lebenswandel nicht länger ertragen. Was soll ich denn jetzt schon wieder getan? Die Gerüchte von der Erde dringen bis zu mir. Es heißt, da unten sei eine Sterbliche, schön wie eine Göttin, von einem Gott entführt worden. Eurydike ist ihr Name. Und der Gott, der seid ihr. Ich? Wer sonst? Da sieht man es mal wieder, wohin dich deine grenzenlose Eifersucht fortreißt. Diese Entführung. Ich weiß davon genauso viel und so wenig wie du. Mindestens. Jedoch habe ich einen Verdacht. Abgedroschenes Zeug. Und wenn sich dieser Verdacht bestätigt, wird die Treue deines Gatten bald in ihrer erhabenen Göttlichkeit vor dir erstrahlen. Warte! Ihr habt mich schon so oft betrogen, dass ich euch kein Wort mehr glaube.
fein, heiliger Pharisäer! Da kommt ja mein Zeuge! Hör gut zu, was er sagt! Ich hoffe, was meine Liebe hier kommt, der Bus, die Lohn, du suchst die weiten Wände, die in den Boden, dank die Lohn, Hörst du auch gut zu, mein Zuckerschnäuzchen? Und von wo kam er? Von der Erde. Von der Erde. Und kam er allein? Wieso? Ob er allein war? A-L-L-E-I-N. Allein. Oder soll ich ihn griechisch befragen? Er brachte eine hübsche kleine Frau mit, die er ihrem Gatten entführt hat. Ihr Name? Wieso? Wie heißt sie? Eurydike. Eurydike. Siehst du, wie Juppis göttliche Treue in einem Glanz erstrahlt? Was macht Freude? Mir nicht. Und kommt die Halunke wie befohlen? Er ist schon unterwegs. Na gut. Er wird behandelt werden, wie er es verdient. Du führst mich nicht hinters Licht. Jupilein. Da war doch noch etwas anderes. Aber Bibi. Jetzt geht's mir besser. Ich geh essen. Guten Appetit. Sag mal, diese kleine Eurydike. Die ist wohl ganz hübsch. Na, 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 da kommt Pluto. Madame fühlt sich wohl. Sie ist. Er hat vielleicht eine Laune. Gruß! Den mächtigen Meister der Götter unter Erde. Lass die Förmlichkeiten. Ahnt ihr etwas? Muss sein Verdacht zerstreuen. Also ein paar Schmeicheleien. Ich habe irgendwo eine hübsche Tirade gelesen. Die will ich ihm singen. Ich habe mich unverzüglich hierher begeben und erweise dir in der freien Atmosphäre des olympischen Geistes. Hier die
ich je hier. Und nun stehe ich wie geblendet vor dir. Welche Zier hier bei dir? Nein, mir funkelt kein Sonnenschein, ein Leben im Tal, Talos zu leben, heißt im Chaos zu leben. Dagegen bei dir hier wäre auch schon die Freiheit der Lüfte. Hier steigt der Adler in den Äther immer höher, gierig späht er über Klüfte. Ich werde mir einen Knoten in das Taschentuch machen, um mich an diese Arie zu erinnern. So werde ich demnächst an der komischen Oper vorsingen. Ach, man atmet frei in den himmlischen Sphären. Diese Düfte, all die Göttinnen, die enthüllen sie im Odeur, ihr liebliches Odeur. Hier duften Nymphen, hier duften Musen, die Grazien verstimmen ihr Parfüm. Parfümduft liegt in der höhen Luft, ach hier bei dir wird geradezu himmlisch verliebt. Woher war ich so berauscht, so berauscht, so berauscht, so berauscht war ich nicht. Ach, man atmet frei in den himmlischen Sphären. Diese Düfte, all die Göttinnen hier, die enthüllen sie ihr Parfüm. Ihr liebliches Parfüm, ich lieb ihr liebliches Parfüm. Ich liebe liebes Parfüm, ich liebe ihr Parfüm. Ich liebe liebes Parfüm, ich liebe ihr Parfüm. Ich liebe ihr Parfüm, ich liebe liebes Parfüm. Ich liebe liebes Parfüm, ich liebe Parfüm, ich liebe Parfüm, ich liebe Parfüm, Parfüm, liebe ihr Parfüm. Bist du endlich fertig mit deiner Parfümerie? Niemals wird man euer Glück lange genug besiegen. König der Unterwelt! Mein Guter, du bist ein Schweinehund. Aber Seigneur, was tatest du in den letzten 14 Tagen? Ich bewohnte wie immer die düsterste Kloake des unterweltlichen Königreichs. Und du hattest deinen Zweitwohnsitz in der Nähe von Theben. Das ist nicht wahr. Und du gebrauchtest deine Macht, um durch Tod eine Ehefrau ihren Gemahl zu entführen. Das ist nicht wahr. Leugne doch nicht, wir wissen doch alles. Das ist nicht wahr. Du sagst seit einer Viertelstunde, das ist nicht wahr. Hier wird aber nicht geleugnet. Bei Jupiter wird gezittert. Oh!
errötet nicht, wenn ein Bandit wie dieser in euer Horn tutet. Ein Bandit? Ich verhafte ihn! Aber, Seigneur, ich bin doch kein Bandit. Ein Schurke bist du, der seine Macht missbraucht, um eine Ehefrau ihrem Gemahl zu entführen. Das ist aber kein Delikt für einen Strafmann. Und es ist nicht wahr! Dein Vokabular besteht nur aus, es ist nicht wahr! Sollen wir vielleicht Namen nennen? Nennt sie doch! Das werden wir, das werden wir. Er hat die schöne Eurydike. Er hat die Frau des Musikers Orpheus entführt. Na und? Wer hat gesagt, na und? Mama! Natürlich. Deine Frau Mutter, wer denn sonst? Gibt es denn in den oberen Schichten überhaupt keine Moral mehr? Kinder! Was sollen denn die Sterblichen von uns denken? Wir müssen uns endlich mal über deine Moral unterhalten. Das mag ich. Ich weiß davon mehr, als sie lieb ist. Und ich erst. Ich auch. Wir alle. Wir haben sogar Lieder darüber gesungen. Halt doch! Ich habe eine Konferenz mit meinem Architekten. Du wirst ja zuhören. Du musst. Warte! Muss sein!
begleitet eine stämmige, reifere Dame, die sich öffentliche Meinung macht. Öffentliche Meinung ist da! Jetzt aber Schluss mit den inneren Zwistigkeiten! Empfangt sie nicht! Doch! Ich werde sie empfangen! Jupiter ist für alle! Jupiter schuldet allen Gerechtigkeit! Was ist los, Pluto? Sieht das ja! Die öffentliche Meinung ist da! Haltet euch gut, Kinder! Wo ist mein Witz? Und mein Ton! Ich will meine Sonntagsblitz, um mich im göttlichen Glanz zeigen zu können! Papa, hier dein furchtbarster Blitz! Ja, wo war er denn? Natürlich im Schrank! Wo ist mein Ton? Da ist er ja, dein glorreicher Sessel! Wo war der denn? Auch im Schrank! Alles steckt man heutzutage in den Schrank! Gibt es denn überhaupt keine Sache mehr, die nicht im Schrank ist? Na, meinetwegen, Venus und Diana in den Schrank! Venus und Diana zu meiner Linken! Mars etc. zu meiner Rechten. Ich bin doch nicht am Schrank. Cupido, das freche Würstchen zu meinen Füßen. Immer angemessen. Und ich? Gibt es keinen Platz für mich, die Rechtmäßige? Dich, mein Schatz, hatte ich ganz vergessen. Willst du den Platz meines Blitzes einnehmen? Und wo wäre das, mein Glatzköpfchen? Im Schrank. Hältst du mich für beschränkt? Für eingeschränkt, meine Liebe, für eingeschränkt. Und nun geh in Morpheus' Arme. Du wirst dich gut machen mit dem Schlafmittel. Und du! Lass die Fremden endlich eintreten! So sprich, mein Sohn, was führt dich zum Thron? Im Klageturm musst du den Lohn für ewige Treue erstreben. Fleh zu Jupiter um dein Weib, dass er Eurydike befreit. Ewiges Leben zu geben, soweit ich kann. Fang an! Oh,
Und bleiben Sie dran am Sender und schalten Sie jetzt nicht ab. Sie werden noch was erleben. Der Regisseur Harry Kupfer bei der Arbeit. Immer den Überblick behalten, das ist das Wichtigste für ihn. Auf der Probebühne der Komischen Oper Berlin herrscht heftiges Treiben. Auf dem Programm Orpheus in der Unterwelt. Die Massenszenen erfordern volle Konzentration. Von allen. Jeder Mitwirkende ist gefordert. Jede Bewegung muss sitzen und von Harry Kupfer abgesegnet werden. Der Choreograf und der Dirigent stehen ihm zur Seite. Als Jacques Offenbach Orpheus in der Unterwelt im Jahre 1858 in Paris uraufführte, wurde es sein größter Erfolg. Heute feiert die Komische Oper die Premiere dieses Werkes. Die allererste Premiere des Hauses war im Jahre 1947 mit der Fledermaus von Johann Strauss, Inszenierung Walter Felsenstein. Bis zu seinem Tod im Jahre 1975 prägte Felsenstein das Renommee dieses Hauses. Seit 1981 ist Harry Kupfer künstlerischer Leiter, seit 5 Jahren Albert Kost Intendant der Komischen Oper. Woher stammt eigentlich der Name des Hauses? Der Begriff Komische Oper kommt eigentlich aus dem Französischen, aus der Opéra Comique. Das heißt, wir sind also im Gegensatz zum Höfischen, zum Staatstheater, zur Staatsoper, sind wir eigentlich mehr bedacht darauf, nicht nur eigentlich, sondern sicherlich bedacht darauf, verständlich zu sein, eine große Auseinandersetzung, eine intensive und sehr, sehr kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten, die wir vermitteln wollen und die auch der Meinung, unserer Meinung nach, die Regisseure und die Dirigenten vermitteln wollen, von Oper und von Operette. Das wird zwar oft missverstanden, aber Opéra Comique hieß auch und heißt auch heute noch, wirklich volkstümlich, volksverständlich Oper und Operette darzubieten. Das Repertoire der Komischen Oper ist sehr, sehr breit gefächert. Wir spielen eigentlich alles von der Operette bis zur seriösen und dramatischen Oper, alles in deutscher Sprache. Ein wichtiger Punkt, weil für uns selbstverständlich ist, dass Theater, in diesem Fall Musiktheater, verständlich sein muss. Und deswegen, im Gegensatz zu vielen anderen Häusern, auch in dieser Stadt, alles in deutscher Sprache. So, wir fangen an direkt mit eurem Auftritt, ja? Höllenchor, los geht's. Harry Kupfer, Chefregisseur der Komischen Oper, gibt den Ton an. In Anknüpfung an die Ideen Walter Felsensteins hat er das moderne Musiktheater weiterentwickelt. Sein besonderes Gespür gilt den psychischen Prozessen zwischen den Figuren. Nichts überlässt er dem Zufall. Und alle hören auf sein Kommando. Jetzt! Die Weißen! Kommt, kommt, kommt! Frenetische Tränen! Und los! Immer dabei! Freien bei Sonnen! Kupfer ist nicht nur national, sondern auch international ein gefragter Regisseur. Doch seine Leidenschaft gilt Berlin und der Komischen Oper. Es gibt vielleicht kein weiteres Haus auf der Erde, das unter diesen Konditionen, zu diesen Bedingungen arbeiten kann. Das heißt also, dass gastierende, rumwildernde Sänger kommen nicht in Frage. Es wird probiert, solange es notwendig ist für die Stücke. Und es geht eigentlich wirklich nur um Inhalte. Und das ist ganz selten geworden auf der Welt. Und deshalb bin ich hier zu Hause und bleibe auch hier.
Und sehr gut waren einige jetzt am Schluss bei dieser Spannung zwischen den Männern dort oben und den Frauen dort. Harry Kupfer als richtungsweisender Regisseur auf der Theaterbühne. Wie ist sein Verhältnis zur Operette? Ich mag eigentlich die Offenbach-Operetten am liebsten, weil dort ist Operette noch das, was man also im gesunden Sinn darunter versteht. Satire, Parodie hat auch irgendwie immer was mit Zeitkritik zu tun. Nebenbei noch mit diesem unglaublichen populären Unterhaltungswert, den diese Werke haben. Ich möchte den Spaß, den der Offenbach seinen Zeitgenossen vermittelt hat, eigentlich unseren heute vermitteln und die Brücke schlagen, denn es gehört mit zum Genialsten, was der Mann komponiert hat. Es ist wunderbare Musik, die Handlung ist witzig und nun mal sehen, ob es die Leute unterhält, ob sie Spaß haben. Außerdem ist so viel Kritik am menschlich allzu menschlichen, an der Unwahrheit, an der Unehrlichkeit der Menschen, an ihrer Scheinmoral in dem Stück drin. Und das hat uns noch viel zu sagen. Wie ist die Zusammenarbeit mit Harry Kupfer? Wenn er da ist, wirklich so, jeden Moment gibt es Spannung. Und er guckt ganz, ganz gut, so, nicht nur die Solisten, sondern der ganze Chor. So kleine Detail und er ist wirklich so wie ein Motor. Er hat da so seinen Schlüssel, der trifft direkt hier ins Herz und da schließt er das dann auf. Und da werde ich dann plötzlich mit immer ganz frei. Ich brauche immer eine gewisse Anlaufzeit, ja? Es ist nicht zu Anfang da bei mir. Ich habe immer eine Entwicklungsphase und er gibt sich viel Mühe mit mir. Und Jochen Kowalski gibt sich viel Mühe mit dem Genre Operette. Was reizt ihn an der Rolle des Orpheus? Ich liebe Operette und nach meinem Orlowski in Fledermaus, den ich ja wirklich jetzt schon seit fast 10 Jahren singe, ist das eigentlich die zweite schöne Partie, die mir geboten wurde. Und als Kupfer mich eines Nachts in Wien anrief, um 12, was ziemlich ungewöhnlich ist, und fragte, hast du Lust, das mit mir zu machen? Und mir gesagt, das mache ich. Also mich reizt es. Es ist ja nicht so eine große Partie. Ist ja komischerweise heißt es bei Orpheus in der Unterwelt, aber der Orpheus kommt ja nur im ersten Teil vor. Den erscheint dann noch mal im zweiten und zum Schluss Finale. Aber es ist eine tolle Partie. Und was passiert, wenn seine Partien bei der Presse keinen Anklang finden, wenn die öffentliche Meinung mal nicht mitspielt? Es ist manchmal hart, was man so über sich lesen muss. Das ist dann manchmal, ich habe Sachen lesen müssen, also über mich, das ist also unter der Gürtellinie gewesen und das verletzt einen dann schon, muss sage ich ganz ehrlich. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt sagte, das interessiert mich überhaupt nicht, die können sagen und schreiben und machen, was sie wollen. Also mich trifft es schon. Das freut in dem Fall den Kritiker, wenn er das jetzt hört. Aber ich bin auch bloß ein Mensch. Ja, ich denke immer, ich kriege ein dickes Fell, aber es wird mit den Jahren immer dünner. Und wie sieht er die Partie der öffentlichen Meinung im Orpheus? Na, die öffentliche Meinung wird dargestellt von meiner hochverehrten Annie Schlemm. Und jeder, der Annie Schlemm kennt, weiß, dass sie die Bühne ausfüllt, dass sie alles wegfegt, was rechts und links steht. Und die hat eine große Macht. Also sie, ich bin so der kleine Hampelmann für sie. Also wirklich. Seit 50 Jahren ist Anni Schlemm an der Komischen Oper engagiert. Ein Urgestein. Unter Walter Felsenstein zum Star avanciert. Harry Kupfer arbeitet gern mit ihr. Gibt es Unterschiede in der Zusammenarbeit mit den beiden Regisseuren? Der Felsenstein war etwas despotischer. Ich weiß, damals in der Verkauften Braut, in dem Duett, sollte ich ein hohes C singen und der Schock sollte mich hochstemmen. Ich habe das wochenlang mit meinem Vater zu Hause probiert und bin zu Felsenstein gekommen und habe gesagt, das geht nicht. Und er hat gesagt, wenn du Idiotin das nicht kannst, müssen wir es bleiben lassen. Das geht nicht. Wenn ein Mensch sie hochstemmt, wo sollen sie das hernehmen? Das geht einfach nicht. Naja, da haben wir es dann halt anders gemacht. Und jetzt zum ersten Mal Orpheus in der Unterwelt habe ich schon einmal gemacht, aber da habe ich die Juno gemacht. In Düsseldorf.
Das war 77, das weiß ich ganz genau. Und jetzt die Rolle der öffentlichen Meinung? Jetzt mache ich die öffentliche Meinung, ja. Also die müssen sich alle vor mir in Acht nehmen, nicht wahr? Ich lasse nicht alles durchgehen. Das macht Ihnen Spaß, so eine Rolle? Ganz großen Spaß. Welche Rollen haben Sie, würden Sie noch gerne spielen in Zukunft? Das weiß ich nicht. Ich habe ja ich hab nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Sie haben schon alles gespielt? Alles. Über Kind, Liebhaberin, dann wurde ich die Frau, dann die Mutter und jetzt bin ich die Oma. Von der jungen Annie Schlemm zu Lieselotte Pulver. Ich bin die öffentliche Meinung. Symbol der größten Macht der Welt. Als Gottheit trete ich in Erscheinung. Und als Dame, wie gefällt. Schon viele habe ich erschüttert, die glaubten, ich vergesse sie. Ich kenne keinen, der nicht zittert beim Anblick der Vox Populi. Ich weiß so allerhand Geschichten, bin stets aufs Beste informiert. Werde ich beachtet, werde ich schlichten. Doch richten, wer mich ignoriert. Mich kümmert Tugend mich nicht Laster, nur wie ich wen zu Fall gebracht. Ob er sich mäßigt oder prasst er, mir geht es einzig um die Macht. Ein jeder kann, wie er will, leben. Zu wahren hat er nur den Schein. Wenn er sich mir hat hingegeben, dann darf er auch ein Schurke sein. Jetzt greife ich in die Antike. Ein Paar, das man unsterblich nennt, Orpheus genannt und Eurydike, gäb's nicht, wär ich nicht existent. Die Kesse Dirne Eurydike, sie sieht Apoll in jedem Mann. Mit ihrem winzigen Spatzenhirne betet sie gar den Teufel an. Von Orpheus Taten lasst mich schweigen. Obwohl ich nicht verhehlen kann, mich stört sein unentwegtes Geigen. Mich stört, dass er kein lieber Mann. Ich zeig euch, wie die zwei versuchen, sich voneinander zu befreien. Sie sollen mich hassen, mich verfluchen. Sie sollen nicht geschieden sein. Ich trete ab, doch kehr ich wieder. Zustimmung gebend und Verneinung. Mal ganz verdorben, mal ganz bieder. Bin halt die öffentliche Meinung. Zurück zur Komischen Oper Berlin. Gabriele Fontana probt die Rolle der Eurydike. In allen großen Opernhäusern Deutschlands hat sie gesungen. Auch an der Komischen Oper übernahm die Österreicherin bereits diverse Rollen. In Orpheus in der Unterwelt ist ihr ganzes Können gefragt. Gesang, Schauspiel und Bewegung in Koordination mit allen anderen Mitwirkenden. Die leichte Muse ist keine leichte Muse, sondern ist eine schwere Muse mit sehr viel Kleinarbeit, weil diese Tanzschritte natürlich sehr präzise sein müssen. Nur so wirken sie auch, wenn der ganze Chor, das Ballett und wir Solisten in der ersten Reihe, wenn da einer einen falschen Schritt macht, dann ist es nicht mehr präzise, dann wirkt es nicht und sitzt es nicht. Neue und ungewohnte Herausforderungen reizen Gabriele Fontana. Eine Grundausbildung ist natürlich Voraussetzung. Ich war auf der Hochschule für Musik in Wien und da ist in der Opernklasse eine Schauspielausbildung in normalem Sinne enthalten. Ich habe als Jugendlicher Schauspielunterricht auf freiwilliger Basis, kann man sagen, genommen, weil ich eine Phase hatte, wo ich auch Schauspielerin werden wollte. Ich wollte immer schon zur Bühne, aber zwischendurch wollte ich auch gern Schauspielerin werden, hatte auch Sprechunterricht und das ist sehr von Nutzen. Tänzerisch habe ich keine Ausbildung.
Ausbildung. Ich habe halt meine Tanzstunden gehabt, wie jeder. Und es macht mir großen Spaß. Und ich muss sagen, ich habe auch sehr viel gelernt hier jetzt wieder. Wir haben ja auch artistische Hebungen drinnen, die mir ein bisschen Angst noch machen, aber das, weil das völlig neu ist. Aber die beiden Bachusse sind ja professionell und kann man sich drauf verlassen. Aber das ist noch zusätzliche Spannung in der Aufführung für mich. Glaubst du, ich wüsste nicht, was hier läuft? Und hätte die verkleidete Dame nicht erkannt? Ja, angeblich nicht entführen. Nun ja, ich habe sie entführt, aber ich bereue es. Der Teufel Pluto in Gestalt des Holländers Roger Smeets. Wie sieht er seine teuflische Rolle? Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich meine, irgendwie werde ich durch Harry Kupfer immer in solche Partien besetzt, wenn es etwas Mephisto-artiges an sich hat. Und ich spiele ja auch Don Giovanni und das geht auch, treibt ihn ein wenig zum Wahnsinn und auch in Hoffmanns Erzählungen mache ich die Muse Niklaus und das ist normalerweise eine Mezzosopranistin-Partie. Aber er hat das wirklich als alter Ego besetzt von Hoffmann. Und das ist auch wieder so eine Mephisto-artige Figur angelegt. Und jetzt halt in Operette als der Teufel Pluto. Ich weiß nicht, ob es meine Natur ist, aber wer weiß. Irgendwo muss er sein. Verrat auf der ganzen Linie. Darum macht die Hölle zu. Keiner verlässt die Unterwelt. Versperrt alle Ausgänge. Macht Cerberus von der Kette los. Theaterschaffenden gelingen, unsere Darbietungen zu Bekenntnissen zu entwickeln und als solche verstehen zu lassen, weil anders das Spiel und Widerspiel als der eigentliche phänomenale Vorgang des echten Theatererlebnisses nicht die Bezirke gültiger humaner Begegnung und Verständigung erreichen würden. Der Humanist Walter Felsenstein. Sein Ziel, das Musiktheater als lebendige, sinnliche Form zu präsentieren, war richtungsweisend für die Opernregie in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Musik und Theater sollen in der Darstellung zu gleichem Recht kommen. Ein Grundgesetz für die komische Oper. Der Tradition verpflichtet, Neuerungen aufgeschlossen. Das macht die Attraktivität des Hauses aus. Das Ambiente tut sein Übriges. Der Zuschauerraum im neobarocken Stil steht unter Denkmalschutz. 1270 Plätze sind auf Parkett, ersten und zweiten Rang verteilt. So wie die Musik von Jacques Offenbach klingt, ist der komischen Oper Berlin ihre Zukunft zu wünschen. Lebenssprühend, vital, mit einem Sinn fürs Komische. Nach der Pause befinden wir uns in der Unterwelt und dort finden wir die nun schon gar nicht mehr so glückliche Eurydike, die sich schrecklich langweilt, weil Pluto sehr schnell die Nase voll hatte von ihr und hat das Weite gesucht, ist natürlich auch inzwischen mal im Olymp gewesen, weil er dort zitiert worden ist und er hat eigentlich gar keine große Lust, wieder zurückzukehren. Er kommt aber mit Jupiter und der Göttersippe zurück. Und Eurydike langweilt sich bis zu dieser Zurückkunft mit einem merkwürdigen Diener, der eigentlich als Bewacher ihr zugesellt ist, dieser John Styx, der mal früher ein Prinz war und nun als Schatten sie verehrt und liebt, eine
sie mächtig langweilende Episode, die dann Gott sei Dank aber durch die Ankunft der Götter in der Hölle beendet wird. Jupiter lässt alle Winkel von Cupido durchsuchen, wo sich denn jene schöne Eurydike befindet. Es wird ihm auch klar gemacht, dass sie im Boudoir hinter dem Büro von Pluto eingesperrt ist und Jupiter möchte sie gerne besuchen, aber wie da reinkommen? Gewalt darf er nicht anwenden, also muss der Cupido wieder mal eine der üblichen Verwandlungen stattfinden lassen und Jupiter verwandelt sich in eine Fliege, weil die bekanntlich durch ein Schlüsselloch geht. Und da gibt es dann eben jene schöne Begegnung zwischen der Fliege, die Eurydike unterhält und Eurydike doch sehr, sehr viel Spaß an dieser Fliege hat. Er verwandelt sich zurück, ist der Göttervater Jupiter und Eurydike ist glücklich, dass er sie aus der Hölle entführen will. Inzwischen ist Pluto aber dahinter gekommen. Er veranstaltet ein großes Fest. Auf dem Fest begegnet Eurydike dem Gott Bacchus und die gefallen sich natürlich auf Anhieb gleich wieder mal. Und nachdem die ganze Story auffliegt und die öffentliche Meinung und der Orpheus ebenfalls in der Hölle landen, um nun Eurydike zurückzukriegen, findet in witziger Verzerrung dasselbe statt wie in den anderen Orpheus-Fassungen, dass eben Orpheus die Gattin mitnehmen darf, er darf sich nur nicht umdrehen. Er wird auch hier dazu gebracht, dass er sich umdreht, er wird seine Gattin los, aber Pluto behält sie nicht und auch Jupiter nicht, sondern Jupiter verwandelt sie in eine Bacchantin und sie kann endlich in die Arme ihres Bacchus fallen. Wenn's weiter so geht mit mir.
schon 2 Tage allein. Und die einzige Abwechslung in diesem Einerlei ist mir einerlei. Die Gesellschaft dieses verrückten Domestiken, der mich bewacht. Was willst du? Madame hat nicht geläutet. Nein. Schade. Warum? Weil, wenn Madame geläutet hätte, Madame etwas gebraucht haben würde. Denn wenn Madame nicht läutet, braucht Madame nicht mehr. Oh, sie ist schön. So schön. Wird Madame bald läuten? Weiß nicht, warum. Weil, wenn Madame läuten würde, ich mich beeilen würde, herbeizustürzen mit Würde. Ich bin sehr unglücklich, Madame. Was geht's mich an? Meinetwegen. Ja, Madame, euretwegen. Sehr fein beobachtet. Darum, Madame, will ich mich euch ganz eröffnen. Der hat einen Wegfehler. Ich habe nur einen Fehler, Madame. Ich trinke. Und manchmal betrinke ich mich. Ansonsten bin ich ein wunderbarer Freund. Die Frau, die mich liebt, wird sehr glücklich werden, Madame. Der ist nicht verrückt, der ist besoffen. Jetzt, Madame, da ihr mich kennt, als ob ihr mich gemacht hättet. Oh, komm nicht näher, du. Madame, stößt mich zurück. Nach einem so intimen Geständnis, weil ich nur ein Domestik bin. Alle gleich, die große Dame. Aber ich bin nicht gestorben, um diese Livree zu tragen, Madame. Auf Erden war ich der Sohn des großen Fürsten von Panarien. Unverkennbar. Als ich noch Prinz war von Panarien, hatte ich Frauen, Macht und Geld. Doch ich starb und die Kapitalien blieben dort in der anderen Welt. Aber das sind für mich Lappalien, denn heute bringt mich um den Schlaf. Dass ich in früheren Lebensstadien dich morgen schöne niemals traf. Als ich noch Prinz war von Banaien, als ich noch Prinz war von Banaien. Wenn ich noch Prinz wär von Bataillen, hättest du Perlen, Nerz und Gold.
ich würde dich vom Tod mich nachziehen und du wärst mir dein liebter Gott. Du danktest mir mit Naturalien, ach, ich bin mehr wert, als du meinst. Wenn meinem Schatten die Realien, so liebt dich doch der Mann von eins. Wenn ich noch Prinz wär von Banalen, wenn ich noch Prinz wär von Banalen. Manchmal betrinke. Gewicht hat gar nicht womit. Mit Wasser. Einfachem Wasser. Ja, freilich, Wasser. Oh, Madame, das Köstlichste. Das Wasser des Flusses Lethe. Ich trinke es, um meine Misere zu vergessen. Schnurrige Idee. Meine Trinkgewohnheit kollidiert gelegentlich mit meinem Dienst. Wenn mein Herr mir eine Anweisung gibt, trinke ich aus Stolz, um ihn zu vergessen. Natürlich vergesse ich auch die Anweisung. Er erteilt sie mir wieder. Ich trinke wieder. Ich vergesse wieder. Und das dauert manchmal ganze Tage. Er hat sich damit abgefunden, weil er mich überaus intelligent finde. Aber es gibt etwas, das ich niemals vergessen würde, selbst wenn ich den ganzen Liter ausdenke. Ihr seid es, entzückende Madame, mit deren Bewachung mich mein Herr so ausgezeichnet hat. Nun reicht's aber. Mein Herr, er bringt Leute mit. Hoffentlich. Geht doch hinein, Madame. Am besten freiwillig. Ich stehe nicht ein. Sei mein Herr von Landers. Aber ich bitte dich. Geht doch hinein, Madame, sonst werde ich euretwegen doch vor die Tür gesetzt. Na, warte, Pluto, das zahle ich dir heim. Hey, Lüchte, zeig. Eure Dieke? Unter Verschluss. Nun muss man ja die Zuvorkommenheit nicht bis zum Äußersten treiben. Ein höflicher Hausherr wird seinen Gast stets vorausgehen lassen, ohne ihm zuvorzukommen. John, bürste Monsieur ab. Was soll denn das? Hör doch mal auf! Wer ist dieses Äffchen? Das ist John Stips, mein Faktotum, dem ich vertraue und der demnach alle deine Geheimnisse kennt. Na, wo ist sie? Wer? Sie? Eurydike, bei meinem Sonntagsgetreide! Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich die Kleine entführt habe. Wir werden sehen, wir werden sehen.
Wo sind wir hier überhaupt? In meinem Büro. Nicht gerade geeignet für ein Liebesstündchen, was? Na gut, wenn du deine reizende Beute irgendwo anders versteckt hast, dann musst du ja ein Interesse daran haben, dass deine Unschuld an den Tag kommt. Du willst, dass ich dich verhöre? Gut, ich verhöre dich. Jupiter contra Pluto. Halte das mal. Angst. Das ist lustig. Ganz ungefährlich. Entführung, Freiheitsberaubung, Irreführung der Behörden. Angeklagter, erhebt euch. Ich stehe. Dann setzt euch. Vorname, Name, Alter, Beruf, Wohnung, was? Das ist doch nur eine einfache Formalität. Wir wissen alles. Fast alles. Angeklagter, was tatet ihr in den thebanischen Weizenfeldern während der Ehe des März um 3? Das war am vergangenen Mittwoch. Stellt euch doch nicht so blöd an, wir wissen alles. Letzten Mittwoch. Am Mittwoch. Um 3. Um 3. Ich ging auf dem Champs-Élysées spazieren. Mit wem ging ihr spazieren? Mit meinen Gedanken. Nicht vielleicht mit der Dame eurer Gedanken? Blödsinn. Es ist doch nur eine einfache Formalität. Habt ihr einen Zeugen? Cerberus. Das Schoßhund. Ich hoffe, er verrät mich nicht. Was ist das? Sehr interessant. Ach, ja, ja. Diese kleine Maschine. Zeuge Cerberus. Nehmen Sie die rechte Vorderpfote. Und schwören Sie, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Kam der Gott der Unterwelt alleine von der Erde zurück, oder? Hatte er jemanden dabei? Mein Freund, ihr seid sehr ungenau. Ich werde ihn präzisieren. Zeuge Cerberus kann doch ganz freimütig mit uns spielen. Wow, 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 wow. Könnt ihr das buchstabieren? Wow, 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 wow. Das nenne ich frei herausgebellt. Da hört ihr's. Sag mal, was macht ihr da eigentlich? Er stopft ihn mit Konfekt voll. Ja, das soll doch gleich beim Blödsinn fallen! Welcher Bengel? Was machst du denn hier? Du machst mir Kummer, Papa. Der ungezogene Bengel wird dich retten. Ja, mich retten. Sag mal, um eine Frau wiederzufinden, machst du so einen Stress? Ich werde sie dir schon verschaffen, diese Eurydike. Sie ist hinter dieser Tür. Weißt du denn, wie man da hineinkommt? Lass mich mal machen. Halt, halt, halt! Uns Göttern der ersten Klasse ist zwar jede List, aber keine Gewaltanwendung erlaubt. Na gut, dann musst du dich eben wieder mal verwandeln. Das kennst du ja nun inzwischen. Was denn diesmal? Geduld, Papa. Überraschung. So passt man überall durch. Das Liebesspiel wird jedem Glücken der Frauen poetisch verführt. Also summ, schwärmerisch herum. Also summ, schwärmerisch herum. Zzt, zzt, zzt. Ach, du kleine Fliege! Die Poesie liebt sie, die Poesie liebt sie.
lässt, indem man sie schön zappeln lässt. Pass nur auf, wenn ich dich mehr kauf. Du pass auf, du pass auf. Pass doch auf, wenn ich dich mehr kauf. Du pass auf, du pass auf. Wenn ich dich kriege, mich zu kriegen, musst du fliegen. Mich zu kriegen, mich zu kriegen, musst du fliegen. Wenn ich dich kriege, mich zu kriegen, musst du fliegen. Mich zu kriegen, mich zu kriegen, musst du fliegen. Ich liebe dich, ich liebe dich, wenn ich dich liebe, ich kriege dich. Ich reiß dir die Flügel aus. So reiß sie aus, so reiß sie aus. Mein Applaus, doch du selber bist ins Netz gegangen. Mein Applaus, du darfst alles jetzt von mir Jupiter, aber du kannst mich Juppi nennen. Der Göttervater selbst. Ach, wenn ich dich doch früher kennengelernt hätte, du wärst glatt im Olymp gelandet. Den Olymp sehen und sterben. Was denn? Noch einmal? Oh, verlass mit mir diesen abscheulichen Ort. Nein, nein, erst muss ich zu dem Fest zurück, dass dieser Pluto für mich gießt. No. Aber allgemeinen Aufbruch meiner Kollegen nehme ich dich in der Menge mit. Jupi, dein Forever! Ach, Kinder, ich bin schon ein sehr glückliches Insekt.
dieser Zeit. Singe uns einen Bacchus Hymnus, deinen Hymnus auf Bacchus Wein. Singe Thank you.
Wohin? Im Foyer. Glaubst du, ich wüsste nicht, was hier läuft und hätte die verkleidete Dame nicht erkannt, die du ja angeblich nicht entführt hast? Nun ja, ich habe sie entführt, aber ich bereue es. Oh. Was meinst du damit? Dass du mit mir umgehst wie mit deinem Ehemann. Oh. Diese Farce wird nicht fortgesetzt. Und wer wird denn das verhindern? Du selbst. Und dieser musikalische Ehemann, der die öffentliche Meinung hinter sich hat. Mein Mann, den hatte ich vollkommen vergessen. Soll ja vorkommen. An den habe ich auch nicht mehr gedacht. Wie komme ich denn aus dem Schlamassel jetzt bloß heraus? Ich habe einen bizarren Einfall. Aber Kinder, das ist ja olympisch! Erkennst du diese Melodie? Aha. Dein Gatte will deine Seele zurückkaufen. Du weißt, was Jupiter mit absoluter Bestimmtheit beschlossen hat. Du musst zurück zu deinem Mann. Oh, Jupi! Keine Angst, ich habe einen Plan. Du hast mich überzeugt. Sie ist meine Gattin und ich will über ihre Launen hinwegsehen. Mächtiger König! Ah! Ja, ist ja gut, ich kenne dein Anliegen. Und ich glaube die anwesenden Herrschaften und sogar die öffentliche Meinung ist der Meinung, dass wir diesen Abend fröhlich ausklingen lassen sollten. Also gut. Getreu meinem Versprechen, deine Wünsche günstig in Übereinstimmung auch mit Pluto, gebe ich dir deine Frau zurück und nun haut ab. Sie ist schön! Hey! Da gibt es noch eine Bedingung. Eine Bedingung! Die du als Counter nicht verstehen musst. Das verstehen ja richtige Tenöre kaum. Du wirst also vorausgehen, ohne dich umzuschauen. Und sollte dich unterwegs eine Laune drängen, deine liebenswürdige Gattin auch nur ein einziges Mal anzusehen, dann bist du sie los, aber diesmal für immer. Das ist ein schlechter Scherz. Nein, das ist eine einfache Formalität. Und nun, geht nicht mehr als 20 Schritt. Sie führen uns hier raus und nach Haus. 20 Schritt, was wird geschehen?
Sehr schön.